In diesem Video zeige ich dir eine Routine mit 7 grundlegenden Mobility-Übungen, die du direkt am Schreibtisch ausführen kannst, komplett ohne Equipment. Das Ziel besteht nicht darin, meinen Bewegungsradius zu kopieren, ja, sondern arbeite da in deiner möglichen Range of Motion, nennt man das, und versuch dich darin bestmöglich zu bewegen und wahrzunehmen und zu spüren. Und es ist okay, wenn das bei dir anders aussieht. Wichtig ist nur, achte darauf, dass du hier nicht im Schmerzbereich arbeitest. Ja? Also das ist in Ordnung, das ist normal, dass mal was zwickt. Aber während der Übungen hab bitte sehr viel Kontrolle während deiner Bewegungen. Achte darauf, dass du die Übungen sehr bewusst durchführst, dass du ja auch mit deiner Wahrnehmung wirklich voll und ganz dabei bist, dass du dich einfach auf diese Übung konzentrierst. Und dann gehst du bitte nicht in solche unangenehmen Bereiche rein. Das wäre mir ganz wichtig. Stell bitte sicher, dass du die Übungen langsam und kontrolliert durchführst, etwa so in meinem Tempo. Du kannst das ein bisschen variieren, so wie du das vielleicht auch für dich gut wahrnimmst und brauchst. Und ja, stell einfach sicher, dass du konzentriert bist. Und ich nutze während der Übung auch so eine gewisse Grundspannung im Körper. Auch das kann dir helfen, dass du einfach deinen Fokus hier gerade für diese 7 Übungen aufrechterhältst. Viel Spaß mit den Übungen. Kannst du diese Routine jeden Tag durchführen. Du kannst es natürlich so ein bisschen variieren, je nachdem, wie viel Zeit du auch hast. Du kannst einmal alle 7 Übungen durchführen, du kannst aber auch 2 oder du kannst 3 Sätze machen. Die Wiederholungsanzahlen kannst du erstmal so wie in der Videobeschreibung gezeigt umsetzen. Aber auch da geht es nicht um die 1-2 Wiederholungen, sondern es geht für dich um dein Gefühl, dass du die Dinge wahrnimmst, dass du intuitiv in deine Bewegung kommst. Das ist so das Endziel. Das ist tatsächlich so die, ich nenne das die physische Meisterschaft im Büro am Schreibtisch. Also nochmals, du hast kein Equipment, was du brauchst. Du machst einfach 7 Übungen in deiner Routine, in der Reihenfolge oder aber auch ein bisschen abgewandelt, 2 bis 3 Sätze. Und dann hast du eine wunderbare Übungsabfolge, die du für dich in deinen Alltag integrieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bewegen.